Hey Leute, Mario, willkommen zum weiteren Video zu Brawlstars. Das SpongeBob-Update und die SpongeBob-Season ist vorhin live gegangen und damit sind jetzt richtig viele neue Dinge reingekommen. Unter anderem zwei SpongeBob-Spielmodi, die regelmäßig rotieren. Wir haben hier einmal Quallenfischen, da habe ich sehr Bock drauf. Auf der Map droppen halt so Quallen. Du musst die einsammeln, 5 Sekunden behalten und dein Team kriegt einen Punkt. Es gibt Trio-Showdown, einen Modus, wo ich euch dazu rate, die Finger von zu lassen. Es sei denn, die haben da was Grundlegendes verändert. Weil es ist wohl so gewesen, zumindest war das vorher so, dass wenn du im 2-Sekunden-Abstand ins Giftgas gehst, dann kann dein Team einfach ewig im Giftgas überleben, weil die einfach immer neu spawnen. Weil du spawnst neu, Gift killt dich, nächster Teammate spawnt neu, Gift killt ihn, nächster Teammate spawnt neu, Gift killt ihn. Du spawnst aber auch dann wieder neu, du kannst einfach dann ewig im Giftgas überleben. Ich hoffe, das haben die rausgefixt. Wie wir da sehen, ist jetzt auch hier irgendwo Geld. Das steht für die krosse Krabbe. Weil man kann jetzt hier auf die Cross-Krabbe klicken und da steht original, meine Facecode deckt es. Da steht original Mr. Krabs. Und im Menü läuft auch coole SpongeBob-Musik, die ich aber nicht zeigen kann wegen Copyright. Das sind halt Power-Ups, die du für die SpongeBob-Spielmodi freispielen kannst. Wir haben aber hier gratis was. Und kriegen eine Blase. Das ist schon mal okay. Denn Hauptattack hinterlässt eine Blasenspur auf dem Boden, die Gegner beim Überqueren Schaden zufügt. Da kann man sich für die fiktive Währung auch noch hier Sachen freispielen. Und es macht auf jeden Fall Sinn, die neuen Spielmodi ein bisschen zu spielen. Weil wenn dein Club das schafft, am Ende auf 400.000 Geld zu kommen, dann kriegt jeder im Club den SpongeBob-Skin kostenlos. Finde ich, ist eine gute Sache. Der Skin sieht ganz cool aus. Den kostenlos kriegen ist jetzt nicht kacke. Hier gibt es auch einfach 100 krosse Kröten umsonst. Ich mit 1.000 sogar. Ich bin schlecht im Rechnen. Bloß man kann sich hier Angebote kaufen damit. Bin ich aber der Meinung, das macht vielleicht nicht so viel Sinn. Ich mach's einfach mal just for fun. Das kostet jetzt 7 Juwelen für mich. Ich mach nur mal just for fun. Ja, ich mach mal kurz. So, was haben wir da drin? Sehr gut, den Funwender. Von Zeit zu Zeit umkreist sich ein Funwender. Wenn du einen Funwender hast, besiegen deine Angriffe Gegner mit geringen Trefferpunkten sofort. Außerdem ist natürlich auch eine neue Season gestartet, wo man am Ende ein Thaddeus freispielen kann. Sau nice. Für den falschen Brawler leider Thaddeus drin. Ich finde, Gray hätte viel mehr gepasst. Das heißt halt auch jetzt mit den Münzen, ich könnte jetzt zum Beispiel endlich mal Leon vorstellen. Ein Zuschauer fragt mich hier wirklich seit über 100 Tagen, ob ich mal die Hyperladung von Leon vorstellen kann. Es müssen gerade sehr viele Leute im Spiel sein, weil es ist ein bisschen laggy, das Auswählen hier. Ist nicht so clean und schnell, wie es normalerweise ist. Ich gehe mal in Lilly rein. Komm, gib mir den Funwender mit Lilly. Die Gegner haben bestimmt auch schon ihre Fähigkeiten. Ich habe direkt einen Funwender. Okay, krass. Was ist, wenn ich mich jetzt hier ran sneake und den einfach dann einmal hitze, müsste er dann nicht schon quasi... Oh, oh. Ist ein bisschen hart gefummelt. Oder? Er will hier oben sein. Genau hier. Okay. Mein Funwender hat hier nicht gekillt. Komischerweise. Das waren Punkte. Let's go. Der Modus ist cool. Gefällt mir. Ich glaube, es ist nicht der beste Funwender-Modus. Aber wir haben jetzt Kontrolle über die Mitte. Ich sammle ein, ich hole die Punkte. Oh. Gilt aber, ist ja egal. Ich habe ja das eingesammelt für mein Team. Ein Pain. Wer das in der Mitte kriegt, gewinnt. Da liegt halt so viel, das wird beide Teams auf 20 bringen. Funwender hat noch einen Kill gemacht. Okay. Wieso haben wir noch nicht gewonnen? Wieso ist das Spiel jetzt abgestürzt? Haben wir aber anscheinend gewonnen, ich habe einen Stern gekriegt. Okay, aber Lilly ist vielleicht auch nicht der beste Kandidat dafür, jetzt ehrlich gesagt. Das war so, Melody könnte sehr krass sein. Einfach um die Gegner rumdashen und dann mit einem Funwender einen nach dem anderen killen. Funwender. Ich glaube, das ist nicht der beste Modus für einen Funwender, kann das sein? Ich glaube, das mit den Bubbles zum Beispiel wäre viel, viel besser. Mo, es muss... Mo, wieso killst du ihn nicht? Mo! Mo, Mo! Mo! Ich habe zwei der overpoweredsten Brawler im Spiel, in meinem Team. Und trotzdem ist die Runde einfach guckt. Ich hatte eine Maus im Team, die war 0-6 Underdog-Match. Das erklärt einiges. Ich wähle jetzt mal kurz jemanden aus, wo ich glaube, dass sie sehr gut sein wird. Und zwar Jesse. Es ist auch egal, wenn die Gegner Funwender haben. Der Funwender ist nur ein Kill, wenn die close sind und ich wenig Leben habe. Die Bubbles, die ich verschieße, die sind einfach die ganze Zeit auf dem Boden. Und ich wette, der gegnerische Mo ist jetzt einfach insane. Ich habe einfach einen Mo gekriegt, der halt gar nichts kann. Guck mal jetzt hier. Bubbles. Das ist, glaube ich, voll stark. Deswegen schieße ich auch mal so ein bisschen blind irgendwo rein. Kann mein Geschütz auch Bubbeln verschießen? Nee, ne? Oh, killt mich. Mist, ich konnte mein Gadget nicht mehr raushauen. Es ist sehr chaotisch.
Wir haben verloren. Okay, es ist sehr chaotisch. Der Schaden war aber gut. Also auf dem Papier hat das funktioniert, aber es ist wirklich zu chaotisch gerade. Falls ihr natürlich neu seid, könnt ihr übrigens auch mal sehr gerne ein Abo da lassen. Nur die Hälfte der Zuschauer von diesem Video haben gut abonniert. Ich habe auch einen Creator-Code, BartOpsonT, bei zumindest anderen Spielen. Jetzt haben wir auch hier einmal einen Hamburger. Der beschützt es quasi ein Schutzschild. Wir haben eine Piper. Oh, Werfer sind auch böse. Die haben, glaube ich, nochmal so einen Meteoriten, der nachwirft. Keine Ahnung, das Cordelius ist einfach aufgetaucht. Ich habe den random angedasht. War gar nicht mein Ziel. Oh, warte, Piper kann durch Wände durchschießen, wenn sie das Ding hört. Ja gut, Fang ist immer noch him. Wenn es darum geht, Kills zu machen ohne Skill. Ich glaube, der Fun-Wende hat auch da wieder nichts gemacht eigentlich. Aber wenn Piper ihr Dings hätte, könnte sie Wände aufschießen. Wir haben gewonnen. Das war gut. Also, Fang gut. Fang ist jetzt der Beste, den ich hier benutzt habe. Der Brain Arf kann durch die Gegner durchrennen. Funktioniert hier anscheinend sehr gut auf der Map. Das gab auch jetzt 100 Krabbenpunkte. Yes, okay. Ich gehe mal mit Mo nach Trio Showdown. Ist vielleicht ein bisschen dumm. Aber da kann ich zumindest Trio Showdown einmal auf dem höchsten Niveau sehen, was ich sehen kann. Oder ich habe einfach eine AFK-Mag im Team als... Ja, cool. Aber einfach hier. Minus 3 aber nur. Okay. Ich mach's nochmal. Aber jetzt gerne in eine Runde, wo mein Teammate nicht AFK ist am Anfang und mein anderer Teammate nicht Kamikaze-mäßig in zwei Teams reinrennt. Na gut, Fun-Wände und so weiter sind hier ja auch aktiv, ne? Okay. Einer. Muss ja irgendwo noch ein Dritter sein, das ist ja... Da unten, okay. Habt ihr gesehen, da links? Level 5 Lilly, habt ihr gesehen? Aber es ist sehr easy hier in dem Modus, Cubes zu farmen anscheinend. Zumindest, wenn manche Gegner dumm sind. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht habe. Ich hatte einen Schuss rausgebaitet, aber es hat ja letztlich gar nichts genützt. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich spam einfach meinen Angriff. Ich helfe mal hier rechts. Wo müssen Gegner? Es ist chaotisch. Aber es ist nicht so chaotisch, wie ich dachte. Es geht noch. Es ist so leicht kontrolliert. Gut, kann ich da easy links snacken? Hat noch keiner gestorben. Es macht auch anscheinend keiner die Taktik, wo er sich im Gift versteckt. Auch stabil. Lilly wird hier irgendwo sein, ja. Nice, chillig, viele Punkte. Links ist noch einer. Chillig. Ich habe kein Gefühl gehabt, was passiert ist in dieser Runde. Wir sind einfach rumgerannt. Ich habe ein bisschen hier und da geschossen. Da ist was umgefallen. Gut, ich bin der Einzige, der Powercubes gefunden hat. Was mein Team ist jetzt gefunden? Die Katze hat eine Heilung, okay. Das war jetzt vielleicht zu wild, aber es hat den Spike easy gekillt. Hat überrascht, war ein easy kill. Ich sammle den mal nicht an, die zwei. Ich finde den Modus gut bis jetzt, ehrlich gesagt. Ist lustig. Da oben haben wir einfach... Okay, ich dachte, wir hätten drei Franks. Zweiter Platz ist voll drin. Ist der Frank Hacke? Hat er auf jeden Fall jetzt geholfen. Die da unten sind ziemlich tot. Eine sehr schlechte Position. Und für die Heilung. Zack. Ich glaube, wir gewinnen das auch. Ich glaube, wir gewinnen das auch. Ja. Nice. Ich habe einfach meinen Modus gefunden. Dass du bei 900 Trophäen so stabil pushen kannst in irgendeinem Showdown-Modus, ist wild. Normal ist es immer geistkrank verkrampft und ich habe ja nicht mal irgendeine Power jetzt. Das funktioniert aber überraschend gut. Hätte ich nicht gedacht, also der andere Modus, den ich viel stärker eingeschätzt habe, hat mir ehrlich gesagt gar nicht so sehr gefallen. Und jetzt hier Triple Showdown ist irgendwie überraschend gut. Da oben, wo ist der dritte, ne? Okay, das Timing war kurz davor, sehr unlucky zu sein. Warum ist jetzt gerade alles auf einen Haufen? Einfach reinnudeln so ein bisschen. Move mal so ein bisschen weg. Ein Mitspieler lebt noch. Die Map ist auch echt noch ganz groß, also kannst dich echt ein bisschen verstecken. Und das muss sterben, dann werden wir Zweiter. Es wird ja, weil wir haben ein Level 10, aber wir können auch Erster werden. Oben sterben einfach nicht, ne, das Team. Ja, gut, ich lass mich snipen. Das Zweite ist aber schon mal gut. Level 10er. Level 12. Oh. Ah, den zu verhauen tut weh. Das war ein Gratis-Schuss, Dude. Da hättest du die Runde entscheiden können. Dann mache ich hier einen Double-Kill, weil man overpowered ist. Let's go. Ja, also, wenn es jede Runde passiert, kann es ja kein Zufall sein. Und ich wähle jetzt mal kurz die andere Star-Power. Sehr viele Leute haben darauf geschworen, dass man so die Hyperladung besser sieht, wenn man die Heilung mitnimmt. Ich werde
safe wahrscheinlich eine Situation haben, wo ich die anderen Star Power nachweihen. Aber es scheint wohl besser zu sein, deswegen. Hey, ihr habt den Schild. Wir haben alle ein Schild. Fantastisch. Nochmal Heilung. Der hat ein bisschen abgefangen, der Schild, oder? Hier ist so viel Heilung einfach von meinem Team, ne? Vorne. Ihr habt den Schild, zumindest du. Der andere ist hier gestorben. Okay, gut. Ich habe auch den Schild. Hat überhaupt nichts gebracht. Es war wahrscheinlich auch der falsche Moment dafür. Da die Heilung. Ja, haben wir gewonnen. Keine Ahnung, was ich getan habe. Keine Ahnung. Aber ich nehme die großen Krabbenpunkte mit. Eigentlich muss ich auch einen wählen, der die Special-Fähigkeiten hat. Ich wähle ein Team, wo keiner die Special-Fähigkeiten hat. Das kann nicht klug sein. Ich habe die Special-Fähigkeiten noch nicht. Ich gehe trotzdem mal rein. Weil wir haben ja alle vorher gesagt, ey, diese Special-Fähigkeiten, die sind sau overpowered. Wenn der Gegner die hat, muss er damit ja easy gewinnen. Wenn die halt wirklich overpowered sind. Gut. Ist gar nicht so dumm, da all in rein. Von der Distanz killt mich der Pfannenwender? Als ob. Das hat mich wirklich irritiert. Er hat mich wieder gekillt? Ich dachte, das killt nur, wenn du Lowlife bist. Bei beiden Situationen war ich doch fast Fulllife. Hä? Habe ich mich irgendwie verlesen? Als ich den Funwender davor hatte, hat er doch auch nicht gekillt, als alle. Ich war doch nicht Lowlife. Er hat mich ja einfach angejumpt. Ich war ja wirklich Fulllife ungefähr. Na gut, gegen Mo ist natürlich jetzt erstmal doof. Mein Super ist ein bisschen aufgeladen. Okay, aber die Krähe. Die hat mich damit richtig geownt, also ist die Krähe wahrscheinlich insane. Ja, okay. Nevermind. Der Funwender ist komplett broken. Weil es ist ja wirklich nicht die Hälfte, wo du da musst. Und auch die Reichweite ist ja viel zu krass. Und ich sehe auch die ganze Zeit, wo er ist. Wie will er denn das Duell gewinnen? Ich sehe, wo er ist. Es ist nicht möglich, das für mich zu gewinnen. Ich chip den jetzt runter. Und wenn der low ist, oder kann ich nicht einfach anspringen? Ja, das ist ja mal richtig broken. Die Krähe und der Funwender ist ja mal geisteskrank kaputt. Wie will er das gewinnen? Der wird viel zu früh getriggert, der Funwender. Also viel zu früh. Weil du kannst Gegner einfach runterchippen. Die Reichweite ist viel zu krass. Und ansonsten springst du die Gegner einfach an. Okay, nevermind. Ich wurde geowned. Jetzt habe ich nur noch Leon. Funwender? Okay. Ja, Leon ist auch gut eigentlich, ne? Alle mit einem Funwender sind eigentlich in Duelle saugut. Funwender. Es ist insane. Ich dodge auch gerade. Ich move gerade schlecht. Funwender, Funwender. Ja. Der Funwender ist broken. Also wenn du nicht nur ein Team aus Funwendern hast, machst du was falsch in dem Modus. Duelle willst du ein Team voller Funwender haben. Das ist insane. Ist ja wirklich so No-Skill, ne? Gib mir nochmal Trio-Showdown. Ich mache jetzt mal Trio-Showdown mit der Krähe. Mit dem Wissen, dass die Krähe insane ist in dem Modus. Also ich denke, Duelle ist jetzt heute und morgen geisteskrank leicht zu pushen. Und nach ein paar Tagen, wenn die Leute gecheckt haben, dass du deinen Funwender auswählen musst. Aber bis dahin... Wahrscheinlich geisteskrank überpowered alles. Wissert. Eine Kiste. Wo ist mein Funwender eigentlich? Ist der hier? Der ist doch hier nicht deaktiviert. Wo ist er? Es sind noch so viele Teams auf dem Feld. Aber ich sehe nur das eine. Als hätten wir ein 3 gegen 3. Also ein Nani ist da. Eine Nani. Nani ist ja weiblich. Hat kein Team gekillt. Komisch, wie viele Leute einfach hier Solo-Missionen machen, oder? Bleib doch einfach bei deinem Team. Ernsthaft, meine zwei Tipps für den Modus. Bleib bei deinem Team und spiel halb aggressiv. Also hover so ein bisschen in der Nähe der Gegner und du wirst Fortschritt machen. Mehr brauchst du nicht. Einfach so ein bisschen hovern. Test das mal. Ja. Das ist so krank. Das ist so krank. Also die Krähe ist, würde ich sagen, Stand jetzt der stärkste Brawler für die Bratpfanne. Und es ist ja nicht mal eine Bratpfanne, es ist ein Pfannenwender. Ich habe schon ganz oft Bratpfanne gesagt. Gegner haben kein gutes Team. Die Piper ist die einzige, die gefährlich ist. Wenn wir die wegkriegen... Na gut, ich kann auch die anderen erst killen. Ich brauche letztlich ja nur meinen Jump. Und dann kann ich alles killen. Okay, wir haben gewonnen. Chillig, chillig, chillig. Funwender macht ein Ding, Funwender macht ein Ding. Ach, der ist gar nicht da. Wir haben gewonnen. Sehr chillig. Also, der Qualmodus
Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Der ist eher chaotisch, aber wenn du wirklich consistent pushen willst, Duelle oder Solo bzw. Triple Showdown. Mir fehlen es auch nur noch 500 Trophäen und dann wäre ich bei 40.000. Das könnte man eigentlich auch mal für einen Livestream machen, weil es ist ja nicht schwer. Da wähle ich einfach welche aus, die ich halt überhaupt noch nicht gepusht habe. Und da einfach jetzt dann 500 zu machen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich heute oder morgen live gehe, aber wenn ich nächstes Mal live gehe, werde ich dann 40.000 erreichen. Plus irgendjemand noch pushen. Plus Mo ist so nah bei 1.000. Das müsste ich auch eigentlich in den nächsten Tagen erreichen. Weil es ist ja immer noch recht gratis, mit Mo zu pushen. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Schreibt immer eure Meinung zum SpongeBob-Modus in die Kommentare. Wir sind aber bis dahin. Spielt für euren Club. Ernsthaft wichtig. Den SpongeBob-Skin will, glaube ich, jeder haben. Bis dann, Leute. Und ciao.